Hallo, herzlich willkommen zu Block 4 unserer vorletzten Übungsreihe. Heute werden wir nochmal einen Ganzkörperzirkel durchführen. Bevor wir mit unserem Ganzkörperprogramm starten, zeige ich dir erst die Übung. Erste Übung. Starten in der Plank-Position. Führen die Beine am Körper vorbei, kontrolliert zu den Oberarmen. Zweite Übung. Vierfüßlerstand. Diagonales Abheben der Arme und Beine. Und nochmal zusammenführen. Kontrolliert bis in die Endstellung. Dritte Übung. Diagonal Crunch. Die Beine heben ab. Und wir führen im Wechsel die Ellenbogen zu den Kniegelenken. Kontrolliert. Vierte Übung. Ein klassischer Ausfallschritt. Hände in der Hüfte. Wählen den großen Ausfallschritt. Stabiler Stand. Und senken den Oberkörper vertikal ab. Fünfte Übung. Liegestütz. Auch hier die klassische Liegestützposition wählen. Fingerspitzen zeigen nach vorne innen. Letzte Übung in Bauchlage. Hände heben ab, Füße heben ab, Gesäß stabilisieren, aktivieren und dann bewegen wir im Wechsel Arme und Beine von oben nach unten. Die Bewegungsamplitude bleibt relativ klein. Okay. We'll be right back.
Das war unser Ganzkörper-Workout. In unserem letzten Block gehen wir nochmal speziell auf die Beinmuskulatur ein. Wir werden da einen Beinzirkel durchführen, der es in sich hat. Wir sehen uns.